Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Das wird ein ganz, ganz schneller Anfang, denn ich versuche den Julian jetzt einfach mal zu pranken. Ihr habt bestimmt Julians Prankvideo gegen mich gesehen und ich will mich jetzt einfach mal rächen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Der ist gerade runtergegangen, um den Müll wegzubringen und um die Post zu leeren. Und ich versuche jetzt gleich irgendwie das Handy hier in diesem Zimmer mal aufzustellen, im Schrank zu verstecken oder keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich den ins Zimmer hier gelockt bekomme. Und dann werde ich einfach dem so auf den Sack gehen. Ich versuche jetzt mal so einen richtigen Streit zu provozieren. Ich bin gespannt, ob ich es hinbekomme, ihn überhaupt zu provozieren und vor allem, wie er dann reagieren wird. Ich werfe mir jetzt gleich die unnötigsten Dinge vor und mache den so richtig nervös und hektisch, weil wir fliegen gleich auch noch weg und er hasst Stress über alles. Okay, ich stelle das Handy jetzt hin, bevor der wiederkommt und mal gucken, ob ich es hinbekomme. Kannst du gleich mal kommen und mir helfen? Ich muss das Video nämlich noch fertig schneiden und irgendwie lädt der Computer nicht richtig. Wir müssen in weniger als einer Stunde schon hier zum Flughafen. Ne? Wir haben noch nicht gepackt, noch gar nichts. Was soll ich machen? Kannst du mal... Hast du denn exportiert das Video? Nee, ist noch nicht fertig. Dann mach das doch fertig. Ja, kannst du das vielleicht machen? Mach du das mal, du kannst es jetzt schneller als ich. Geht's dir nicht gut oder was? Doch, mir geht's schon gut. Ja, was ist denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht, du bist ja gestern früher eingeschlafen als ich und dann habe ich einfach so ein bisschen nachgedacht. Ja, sind bei uns nicht perfekt, wir kommen ja aus Thailand. Ja, ich weiß, ich fand's ja auch mega schön und so, aber irgendwie warst du komisch am Ende. Ich war komisch am Ende? Was war denn komisch? Es war doch alles mega geil. Am letzten Abend, da habe ich gesagt, ich will voll gern noch in den Pool oder so und dann bist du einfach ins Bett und dann sind wir eingeschlafen. Das fand ich halt irgendwie voll kacke. Ja, das stimmt doch gar nicht. Du hast noch was gegessen. Wir haben doch zusammen im Bett gegessen. Ja. Ja, das kann ich jetzt nicht abfragen, dass ich eingeschlafen bin, oder? Nee, aber keine Ahnung, generell auch gestern Abend. Ey, ich find's mega scheiße. Ey, stress dich mal nicht. Ich fahr jetzt mit dir nach Bayern und kannst echt mal ein bisschen freundlicher sein. Wieso gehst du jetzt, wenn ich mit dir rede? Was soll ich mir das jetzt noch anhören? Soll ich das eine deiner Down-Phasen? Ich habe keine Down-Phasen. Ja, aber guck mal, du hast mir vor 5 Minuten gesagt, dass das Video nicht exportiert. Du exportier das doch jetzt endlich mal. Anscheinend warst du zu dumm, da den Stecker einzustecken und jetzt... Was hast du denn für Probleme? Was musst du denn noch machen, bevor wir gleich losfahren? Hast du alles erledigt oder was? Was stresst du dich so? Wir sind 3 Tage in Bayern. Ja, trotzdem. Ich will den Flug nicht verpassen. Das ist mir halt wichtig. Ich habe ja nur gefragt, ob du alles hast, ob du noch irgendwas machen musst. Ja, was soll ich schon haben? Wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ich mir dann neu kaufen. Was hast du an, Julian? Zeig mal. Nee, ich stehe jetzt ganz bestimmt nicht auf. Was für Zeig mal? Ja, als ob ich jetzt noch weiß, was du auf dem Flug anhattest. Alter, was geht ab bei dir? Mach mal Musik an, ich hab keine Stimme mehr. Sehr freundlich. Ganz sicher werde ich keine Musik anmachen. Siehst du, das ist aber auch das, was ich meine. Guck mal, wie genervt du jetzt direkt bist. Aber mach jetzt einfach dein Leben, lass dich und du gehst ja natürlich mal auf den Sack. Eben als ich runtergegangen bin, davor war alles noch in Ordnung. Du hast mir irgendwie voll die lieben Sachen gesagt. Und jetzt auf einmal kommst du mir die ganze Zeit immer Scheiße an. Wäre halt einfach mega geil, wenn du mir mal helfen könntest. Jedes Mal, wenn wir verreisen, muss ich packen, muss ich mich um die Sachen kümmern. Ich habe gestern Abend frische Unterwäsche aufgestellt mit der Waschmaschine. Du könntest mir zum Beispiel mal helfen und die auspacken, ausräumen. Du könntest mir die Küche sauber machen. Was machst du da überhaupt? Ich habe dir gerade gesagt... Ich checke unsere E-Mail. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich Stress habe. Das kannst du auch noch unterwegs machen. Du könntest ja, deinen Körper packen. Ohne Scheiß, mach jetzt einfach deine Kacksachen und lass mich in Ruhe. Nee, ich lass dich nicht in Ruhe. Was willst du eigentlich von mir, Mann? Steh doch einfach auf, Hilfe. Ich hab dich gerade gefragt, ob du die Waschmaschine mal ausräumen kannst. Deine Scheiß Waschmaschine kannst du selber auspacken. Wow, du packst mal. Die Fresse. Was packst du da überhaupt für Sachen? Wie viele Oberteile willst du noch für 4 Tage? Dann pack doch selber, Mann! Ich muss auch packen. Dann pack doch, Alter! Was ist dein Problem? Warum f***st du mich ab und sagst, dass ich soll packen? Welche Tasche willst du mitnehmen? Mir ja, scheißegal, nimm einfach irgendeine Tasche. Kannst du vielleicht gleich deine Ich hab keinen Bock mehr, weißt du das? Kannst du vielleicht gleich deine Ja, soll ich vielleicht noch irgendwas machen? Sehr viele Aufgaben hast du. Das würde ich nicht mitnehmen, das Oberteil, das gefällt mir. Jetzt mal wirklich, ey. Wer ist Vivian? Boah, eine Bekannte, Alter. Ich hab letztens... Was hast du letztens? Ist doch jetzt scheißegal, Mann. Ist doch sonst nicht so. Kannst du nicht ein paar Kinder? Jetzt geh mir nicht auf den Sack und geh in einen anderen Raum. F*** mich gerade übertrieben ab. Kannst
kannst dich bitte ein bisschen beeilen. Ey, du willst mich verarschen, oder? Nee, du willst mich, glaube ich, verarschen. Ich kann meine Tür nicht aufmachen, wenn deine zu ist. Weißt du was? Ich muss nicht mitkommen nach Bayern, das weißt du, oder? Das ist ja blöd. Ich kann doch einfach zu meinem Vater in der Zeit fahren. Willst du mich verarschen? Nee, du willst mich verarschen. Kein Bock, mich jetzt hier von dir so stressen zu lassen. Jetzt kommst du mir mit der Tür, ich muss nicht mitfahren. Du wolltest doch nach Bayern. Ich bin dir zu lieber mit, komm ich mit? Ja, ist ja auch super lieb von dir. Ja. Aber Dann reicht auch so. Jetzt. Reich jetzt krass, weißt du, ich sage dir, dass mir dein Verhalten die letzte Zeit nicht gepasst hat und jetzt riechst du dich einfach. Ja, und du sagst, dass ich zweimal eingeschlafen bin. Du scheinst heute irgendwie falsch aufgestanden zu sein. Ja, oder du? Ja, geh mir jetzt echt nicht auf den Sack. Jetzt fahr ich zu meinem Vater. Ja, fahr doch, Mann. Du willst echt zu meinem Vater fahren? Nein, will ich nicht. Ich will natürlich, dass du mit... Lass mich jetzt packen. Kannst du das dann vielleicht... Du hast immer noch nicht angefangen zu packen. Kannst du das dann vielleicht auch so packen, dass meine Sachen da auch noch reinpassen? Wir haben nur die... Du hast das da reingetan! Jetzt... Oh. Wie viele Unterhosen nimmst du jetzt mit? Drei. Sind noch drei Tage da, oder nicht? Ich hab vier gesagt. Tja. Guck mal, Julian, soll ich den Pulli mitnehmen? Ja. Hä, wieso soll ich dir jetzt Tipps geben? Du sitzt ja schon wieder auf der Couch. Ey, ich find's mega assi von dir. Ja, Bibi, jetzt pass echt mal auf, sonst komm ich nachher echt nicht mit. Die ist mir gerade übertrieben auf den Sack. Ich war selten so auf den Sack gegangen. Ich wollte eben in Ruhe mit dir reden, dann gehst du raus. Dann red ich, was willst du reden? Was soll ich denn mit dir reden, nachdem du sagst, pack deine Scheiße, mach das, mach das, mach das. So eine Scheiße hier. Ich kann dir auch niemand meine Meinung sagen oder so, ne? Das ist keine Meinung, das ist einfach nur grundlos und eine Scheiße mir am Kopf. Ist. Grundlos? Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Dass du jetzt sagst die ganze Zeit, ich brauche nicht mitkommen. Halt dich jetzt zurück, ich habe keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock, wenn du... Ja, okay, dann geh zu meinem Vater. Du kannst dich einfach weglaufen. Wieso soll ich nicht weglaufen? Nimmst du dich jetzt zurück? Ey, wieso soll ich mich zurück? Ich hab keinen Bock auf dich. Stimme auf Du hast dich noch nie in unserer ganzen Beziehung so behindert verhalten wie gerade. Und hier hast du mir so eine Scheiße an den Kopf geworfen. Vielleicht solltest du einfach mal darüber nachdenken. Ja, vielleicht solltest du einfach mal zwei Tage allein in Bayern sein und dann ein bisschen runterkommen. Eine halbe Stunde. Du musst jetzt einfach mal raus, ich hab keinen Bock mehr. Kannst du bitte hier bleiben? Das ist total kindisch, dein Verhalten, dass du jetzt einfach wegrennst. Nee. Okay, scheiße, Leute, das war nicht geplant, dass der jetzt einfach abhaut. Keine Ahnung, der fährt jetzt, glaube ich, mit dem Auto zu seinem Vater. Ich muss jetzt ganz schön die Treppe runterrennen, um den da abzufangen. Was? Hast du gedacht, ich wäre echt so sauer, oder was? Guten Tag, das ist mein Gegenprank, du Arschloch. Hast du die ganze Zeit gefilmt, oder was? Ja. Ich hab dich doch lieb. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Als ob irgendwas wäre, Mann. Das war doch eben auch nichts. Ich wollte sagen, das hat gut geklappt. Weißt du, ich bin noch nie so krass auf den Sack gegangen bis wie gerade. Das tut mir leid, Juli, das ist mir so schwer gefallen. Ich bin nie so arschig in unserer Beziehung. Ich bin immer noch richtig abgefuckt, weißt du das? Juli, es war nur ein Prank, es tut mir leid, wirklich. Ey, das ist mir so schwer gefallen, Leute. Nie haben wir so einen Streit. Ich dachte schon, du wirfst meine Sachen in meine Tasche und sagst mir, pack die Tasche ordentlich. Mann, ich wusste nicht, wie ich dich auf die Palme kriegen soll. Am Anfang warst du mega gechillt, ich musste irgendwie übertreiben. Was soll die Scheiße jetzt, hier? Jetzt gehen wir mal ein Küsschen, Juli. Nee. Bitte. Nicht sauer sein, es war nur gespielt alles. Und Hauptsache, du Idiot rennst, du hältst dich fast immer im Schlafzimmer auf. Aber wenn ich dich pranken will, rennst du ja durch die ganze Wohnung. Wenn in meinem Schlafzimmer meine Freundin sitzt, die mir die ganze Zeit unnötige Scheiße an den Kopf wirft. Ich wollte in den Pool gehen. Weißt du, was du gemacht hast? Sie hat ihre Pizza gefressen und ist dann eingeschlafen. Ich wollte in den Pool. Ja, genau. Das ist mir nur eingefallen. Ach so, ja. Ich dachte, wenn ich das jetzt sage, dann gibt's richtig auf die Fresse. Ich bin so glücklich gerade. Ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe. Das kam mir voll vor wie so ein Überassi, aber wie du dich... Nein, ich hab das doch extra gemacht. Ich würde sagen, dass wir uns immer so beleidigen. Ja, machen wir echt. Also wenn jemand Arschloch zu dem anderen sagt, sind wir nicht sauer, sondern das ist das harmloseste. So, wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das Video da draußen hat euch gefallen und wenn ja, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Vor allem, wenn ihr wollt, dass diese Prank-Serie weitergeht. Ich verlinke euch natürlich Julians Video, wie er mich geprankt hat mit 10 Pranks in der Infobox. Alter, mein Arsch gleich ab. Und das war es mit dem Video. Wenn ihr wenn ihr mehr von dem Shit hier sehen wollt, dann müsst ihr mich unbedingt, ich glaube, hier auf der Seite kostenlos abonnieren mit einem Klick. Was ist mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mann!